In Bolevik wurden König Wilhelm Alexander und Königin Maxima herzlich empfangen. Wie geht's? Dutzende Kinder schwenkten Fahnen und die Erwachsenen hielten die Bilder mit ihrem Smartphone fest. Der nächste Termin stand in keinem Protokoll und war bis zuletzt streng geheim. Solzow, ein kleiner Ort bei Röbel. 94 Einwohner, ein paar Hunde und eine Handvoll Katzen wohnen hier. Ab 11 Uhr kam hier niemand mehr rein oder raus. Hermetisch abgeriegelt wie beim G20-Gipfel. Rund 100 Personenschützer und Polizisten waren am Mittag im Ort. Genauer im Gutshaus von Solzow. Die Einwohner von Solzow ahnten schon, wer hierher kommen würde. Die Aufregung hielt sich aber in Grenzen. Ja, im Dorf, da spricht sich ja schnell was rum. Da stand ein Zelt bei Schubert und dann hat einer natürlich den anderen gefragt. Und schon haben wir dann gehört, dass die Königin und der König kommt. Dann wollen wir natürlich jetzt mal sehen, wie die hier angefahren kommen. Ja, was soll passieren hier groß? Da wird, was soll ich da groß sagen? Da bringen wir Auflauf rein hier und dann war's das. Um Punkt 12.39 Uhr rollte die Polizeieskorte ins Dorf, über die Kastanienallee direkt zum Gutshaus. Inhaber Felix Schubert verrät uns exklusiv, was es zum Mittagessen gab. Ja, heute war Staatsbesuch in unserem Haus. Ich hoffe, wir konnten Mecklenburg so ein bisschen Ehre machen, das kleine Solzow. Der König und die Königin, die Majestäten, waren heute zum Mittagessen bei uns. Das ist alles inkognito gewesen, beziehungsweise das haben wir nicht publik gemacht. Wir sind hier eine Ruhezone gewesen heute und haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir da den Besuch bekommen haben heute. Also prinzipiell geben wir keine Informationen über Gäste raus. Jetzt kann ich vielleicht grob dazu was sagen. Also wir haben uns seit mehreren Tagen natürlich vorbereitet, mit viel Unterstützung. Feuerwehr in Leitzen hat uns ein bisschen geholfen, Meier und Simon hat uns geholfen, die Müritzfischer Präsente gegeben. Also das war ganz toll, die Unterstützung, die wir erfahren haben. Zu essen gab es heute natürlich Regionales, ein Zander aus der Müritz, wie sich das gehört, ein leichtes Essen. Es gab einen Tafelspitz als Fleischvariante und wir haben ein Private Lunch gehabt, ein Dreigangmenü, das vielleicht so im Groben. Um 14 Uhr verließ das niederländische Königspaar dann Mecklenburg-Vorpommern endgültig und fuhr weiter in Richtung Brandenburg. Diesen Besuch werden die Solzower so schnell bestimmt nicht vergessen.